Rheinfest 2021. Am Vormittag hat es geregnet, aber dann kurz nach dem Mittag hat es aufgetaucht. Und hier beim Illhorn, vielleicht am schönsten Fleck am Alpenrhein, an der Grenze Liechtenstein-Schweiz, ja, da konnte das Rheinfest stattfinden. Das ist die Rettungsmannschaft. Ist denn der Rhein etwas Spezielles? Ja, der Rhein hat schon eine schöne Strömung. Also es nimmt einem ziemlich schön den auch mit. Und dadurch, dass es einen Haufen Steine drin hat, oder je nachdem Kiesbank, muss man auch dort schauen, was man macht und wo dass man durchschwimmt. Schön, dass sie angestanden sind. Gott sei Dank hat es nicht gebraucht. Ja, es hat wirklich ein grosses Angebot für jedem Rheinfest. Vor allem natürlich eben auch für Kinder Kanufahren, aber auch für Erwachsene Rheinholzen und eben dann Wassertiere beobachten. Und als ich runtergelaufen bin, eben zum Illhorn, zu dieser speziellen Insel, da habe ich den Roland Wermelinger getroffen, Gemeinderat aus der Ganze. Also ich bin hier eingeladen worden von den Rheinfest-Organisatoren. Wir sind schon ein Haufen Jahr. Ist eine Abordnung vom Gemeinderat Sargans hier. Seit etwa 2015 kommen wir jedes Jahr hier hin. Und das hat eigentlich stark zu tun mit dem, was das Rheinfest eigentlich auch will, aufmerksam machen auf einen Wert, der so eine Aufweitung auch im ganzen Alpenrheinraum hätte, aber konkret auch genau hier rundherum gibt es ja ein wunderbares Projekt für eine Aufweitung Illhorn, wo Flash, Balzers und Sargans betroffen waren. Und eigentlich können wir es nicht warten, bis das einmal kommt. Und darum kommen wir auch immer hier hin. Und heute sind wir jetzt eingeladen worden, um das auch noch zu erzählen. Du als Journalist oder, und eben auch Rheinkenner und Gemeinderat, du kennst die Betroffenheitsdemokratie. Ist das unumstritten, die Aufweitung? Weißt du, auf beiden Seiten auch richtig Herrschaft, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Witz ist, dass wir eben noch gar nicht so weit gekommen sind, oder? Das ganz breit in der Bevölkerung zu streuen. Wir haben 2018 mal eine Informationsveranstaltung zur Ganz gemacht, wo der Wasserbaupionier Christian Göldi und andere gekommen sind, die Sachen erzählen. Sehr gut besucht gewesen und da hat es auch gute Rückmeldungen gegeben. Aber ich würde jetzt nie behaupten, dass die Bevölkerung einfach das alles, dass die das alle wollen. Ich glaube, der Prozess, der müsste zuerst noch geführt werden. Und ich glaube auch, man sieht das auch bei anderen Projekten. Aber wenn du jetzt gerade sagst, weiter oben, ich glaube, dort ist man ja auf einem guten Weg. Gerade genau. Konkret bei Meierfelder. Und weiter unten auch, oder natürlich. Vermute, dass man es mindestens in Angriff nimmt, oder? Und stockt aber auch immer wieder. Ja, genau. Also Christian Göldi kennen wir, Rheinkraftwerke, 5 Staustufen, 44 Millionen Kilowattstunden, hat man wollen holen. Eine riesige Geschichte. Der Christian Göldi hat sich maßgeblich auch dort dagegen eingesetzt, ist am Schluss dann nicht gekommen. Also, ihr kennt auch den demokratischen Prozess, dass es einfach nicht einfach ist, oder? Da braucht es einen langen Schnuff. Und ich glaube, dass es nicht einmal nur der demokratische Prozess ist, sondern dass es hier konkret beim Rhein, glauben wir, ist das Problem auch, dass halt hier ganz verschiedene Player sind. Oder? Wir haben Länder, verschiedene Kantone und Gemeinden. Wir haben Liechtenstein und Schweiz. Wir haben Graubünden und St. Gallen. Und dann haben wir noch Gemeinden. Jetzt haben wir eigentlich hier die lustige Situation genau hier, dass eigentlich Gemeinden, Flash, Balzers, Sargans, in dem Austausch spüren wir das mindestens, wo wir sind, eigentlich Lust haben auf so etwas. Aber dass wir auch merken, es gibt eine Dynamik zwar in die ganzen Projekte, es passiert nicht nichts, aber gerade hier, das Illhorn-Projekt, das ist noch nicht auf der Agenda. Und das hat eigentlich, glaube ich, ein bisschen mit dem zu tun, dass hier verschiedene Länder, verschiedene Behörden, verschiedene Player sind mit verschiedenen Gesetzgebungen, nur schon verschiedene Finanzierungsmodelle. Und das macht es nicht einfach. Und die Ressourcen sind dann auch noch beschränkt bei denen, die es dann ausführen. Aber es wäre ein gutes Projekt, oder? Ganz eindeutig, wenn der Rhein könnte mehr anderen. Ne? Wir sind hier, wir wären Fan. Also, der Kanton Wasserbauer vom Kanton St. Gallen sind schon 2015 auf die Gemeinde Sargans zugekommen und haben gesagt, wenn die ein bisschen der Motor sind, auch in der Region, da, um das einmal ein bisschen pushen, auch die Idee. Und wir sind seit dort eigentlich in Alten und auch, es hat ja schon Wahlen, weil es halt eben immer also ein bisschen lang geht, schon neu, auch in alter und neuer Zusammensetzung von dem Gemeinde, kann man eigentlich das schon sagen, sind wir eigentlich Fan. Aber auch ein bisschen ungeduldig, oder? Dass wir halt jedes Jahr an das Rheinfest kommen, aber nicht wirklich einmal, dass auch losgeht. Man will es ja noch erleben. Das tun wir schon. Auch. Ja, natürlich. Also der ganze Zug, Wermelinger, Tanner oder wo immer wieder gewählt wird. Also meine, habt ihr jetzt so lange Schnauf, oder? Nicht wegen der Wahlen erleben, sondern als Mensch erleben. Ich weiß schon. Weißt, dass man das wirklich noch einmal kann. Oder? Das erleben wir. Da bin ich optimistisch. Ich auch, aber
Lieber heute als morgen. Ja, es wird halt wahrscheinlich morgen, aber so könnte es aussehen. Und die Hoffnung auf das morgen, das ist ja auch etwas Schönes. Da sieht es ja manchmal schon ganz ähnlich so aus. Wenn der Wein aufgeweitet wäre, wenn er könnte im anderen, ja, dann hätte man natürlich die Möglichkeit für die Freizeit. Das wäre ein Hochwasserschutz der Natur abgeschaut. Und die Attraktionen hier bei dem Rheinfest, die sollen das ja eben alles ein bisschen schmackhaft machen. Und die Wassertiere, die leben im Wasser. So wie wir Menschen, wir leben ja an Land. Und wir Menschen, wir können ja im Wasser nicht schnaufen, oder? Oder könnt ihr unter Wasser schnaufen? Und die Wassertiere, weil sie im Wasser leben, die können am Land nicht schnaufen. Und wenn wir jetzt die sammeln, hier in diesem Tower, müssen wir als erstes Wasser rein tun, dass die, wenn wir sie hier rein tun, dass sie dort im Wasser schnaufen können. Also das ist das Erste, was wir machen. Dort tun dann alle Tiere sammeln. Ein Tier sammeln, und das nimmt man, denken wir jetzt mal, das ist ein Stein, der ist so im Wasser. Dann nehmen wir das Netz und jetzt hinter den Stein. Und wenn ich sage hinten, meine ich, wenn das Wasser von links nach rechts fließt, dann muss man es auf diese Seite tun, oder? Weil wenn dann etwas reinspült, fließt es in diese Richtung. Dann tut das Netz so her, tut den Stein lüpfen. Und dann, wenn ihr etwas gefunden habt, tut ihr das Netz so. So ins Wasser reinhaben. Manchmal, wenn man reinschaut, sieht man es nicht. Also, am besten machen wir das immer gerade so direkt rein. So. Manchmal ist es aber auch so, weil die Tiere, die wollen eigentlich nicht weggeschwemmt werden. Die können sehr gut an Steinen haben. Und darum sind sie manchmal auch auf der anderen Seite vom Stein. Und wenn ihr hier etwas seht, bewegen, dann könnt ihr den Pinsel nehmen und mit dem Pinsel die Tiere vom Stein wegnehmen und auch wieder ins Wasser reinigen. Und wenn ihr etwas gefunden habt und das noch in gross anschaut und herausfindet, was es ist, dann kommen wir zurück und dann kann man sie mit dem Kopf anschauen. Gut. Also im Moment haben wir gerade einfach das am Material. Ich gebe euch das mal so mit. Aber du könnt auch Arbeitsteilung machen natürlich. Auch. Unbedingt. Machen. Da gibt einiges zu, auch für die Mama, gell? Ja, ganz ganz. Kompliziert habe ich gefunden, nicht? Mal geht schon. Schauen wir mal, ob wir das fertig bringen. Sie haben es fertig gebracht. Übrigens das Engagement hier am Rhein, das Rauschen hören, eben sich tummeln am Rhein, da sogar Rheinholz lernen, ja, das ist ganz etwas Spezielles. Aber auch Steine suchen, dort ein bisschen Bädeln in den Hinterwasser, das ist wirklich etwas ganz Spezielles. Ja, wir haben die Rheinholzer gesucht, weil das ist eigentlich nicht. Das Velo haben wir gesehen, aber wo ist der Rheinholzer? Wir haben immer noch den Peter Egli gesehen, ja, und der Rheinholzer, okay, und auf einmal haben wir ihn gesehen. Also du Werner, sprich dich bist aus. Du jetzt der Rheinholzer oder bist du jetzt da der Koch? Oder was ist deine Funktion? Der Esser. Und was ist denn da für einen fremden Rheinholzer da unten? Peter Egli. Aha. Stellvertreter. Hat er von dir gelernt? Von mir gelernt. Also wenn du am Nudeln essen bist? Mhm. Ah, super. Mhm. Du Schwein noch. Gehst du in die Bäder? Nein. Was machst du jetzt? Ein bisschen flüssige Garten. Packen, was die nicht verwünschen. Aha. Also du bist Nachhut, hä? Ja, genau. Unten Fische oben rein, unten Fische oben rein. Ja, so läuft das da. Das ist eine ganz lustige Sache. Du Peter, eine kleine Frage. Hast du jetzt umgesattelt? Ja, schon lange. Gitarrenlehrer und Rheinholzer? Oder was? Schon lange nicht mehr Gitarrenlehrer. Und Rheinholzer seit einer Viertelstunde. Ah. Und du bist ein Rheinholzer jetzt hier, hä? Jetzt. Gut. Also, schau mal. Dann, wenn der in der so in der Mitte ist, von dir, wenn du rührst. Und sonst stehen wir noch zwei zu kommen. Nur warten, bis er da ist. Ich sag dir dann, wenn du rühren kannst. Nur warten. Und dann so weit rühren, wie du kannst. Jetzt. Hinten wegstehen. Jetzt rühren, ja. Nein. So kann man machen zum Benamm. So. Jetzt so. Oh. Oh. Hopp. 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 Jetzt bist du drauf gestanden. Probieren wir es. So. Oh. Oh. Hopp. Du willst schnell ziehen.
Kennst du mich? Bist du die Mama? Ja. Also hast du nicht probieren? Also von welchen? Nicht von... Ja, ist egal. Einfach von einem, hier, von denen hier. Ja, von drüben hier. Von drüben, gut. Und Reiholzen? Hast du noch nie probiert selber? Ich? Nein. Es täuscht nämlich noch. Ja, das glaube ich. Es sieht einfacher aus, als es ist, gell? Das glaube ich, ja. Ja. Schau jetzt. Hey! Hey, zu den Tüchern! Super! Das Fleckchen hier unter der Schwelle beim Elhorn, das ist ganz beliebt. Zum Baden, aber auch für ganz andere Tätigkeiten. Einfach zum Geniessen, zum Rhein zuhören, wenn er rauscht, zum Natur geniessen. Und wie drauf hätte, gäbe es natürlich noch ganz andere solche Fleckchen. Das ist eine Lehrerin, eine Balznerin, die es in der Schule gibt, die hier Stein sucht. Auch das ist etwas. Und bei diesem Rhein hast du natürlich jetzt spezielle Attraktionen. Kanufahren. Ja, muss einfach mal probieren, übrig. Wenn er auch eine schöne Weste. Probieren wir mal hier. Probieren wir mal hier. René, weißt du noch vom Skifahren? Warst du nicht bei ihm? Bist du schon immer so Kanu-Diener gewesen? Ja. Echt? Dann bist du schon gewöhnt, hä? Mhm. Hast du nie Angst gehabt? Nein. Echt? Ja, die Mama und Papa, die kennen es auch, Kanu? Ja. Aha, dann sind ihr so Kanutier. Ja, wir paddeln gerne. Oh, also wo paddelt ihr denn normalerweise? Aber wir haben jetzt einen Sommerurlaub auch so verbracht. Ach so, ja, das ist natürlich. Aber in Deutschland. Ja, ist schon klar. Aber so Elhorn. Wir wohnen schon hier. Aber so Elhorn da, das wäre was für euch. So, ja. Die Schwelle da. So ein Paddler, super, das wollte ich schon lange mal probieren, absolut. Können wir das heute machen? Das waren doch Deutsche, die waren doch von Chur nach Rotterdam. Was? Ja, freilich. Das waren Deutsche, die sind von Chur nach Rotterdam gepaddelt. Ach so, nur überhaupt. Aber haben es zweimal gekippt irgendwie. Ja. Ja, ja. Aber man sieht noch relativ wenig hier, finde ich, die das machen. Echt? Ja. Wegen den Bänken, so. Ne? Ja, dann. Und da ist ein Knie, da kannst du das hinten dran hängen und weiter stellen wie ein Velo hin, gell? Ja. Ach, machst du selber zu, sonst klemme ich dir noch ein, ha? Ja, aber jetzt müssen wir noch auf ein Boot warten, weil jetzt sind alle, ist gut. Jetzt sind alle kleinen Boote sind jetzt gerade auf dem Wasser. Du bist eindeutig ein Routinier, gell? Ja, meinst du wegen dem grauen Bart? Nein, einfach so wie du das machst, so überlegt, ja. Du überlässt nichts dem Zufall. Das ist wichtig, oder? Dass man sich gut vorbereitet. Das ist richtig. Sicherheit geht über alles. Bist du auch schon da Elhorn drauf über die Schwelle? Ja, aber es ist eher ein bisschen gefährlich. Gell? Vor allem, seit sie es jetzt neu gemacht haben, ist es nicht mehr schön. Als sie halb verfallen war, war es eine richtig schöne Schwelle. Was ist jetzt anders? Ja? Was ist denn anders jetzt? Ja, sie haben einen Haufen Steine getan. Aha. Hat keine schöne Linie, die du fahren kannst. Aha. So. Und es ist einfach nicht schön. Und der Wasserstand einschätzen ist auch schwierig, gell? Ja, nein, das ist eigentlich kein Problem. Ja. Nein, weil das kennt man da ungefähr. Und es hat ja Pegel, die du nachschauen kannst im Internet. Und dann siehst du, wie er jemand ist und weißt, bei welchem Pegel es wie ist. Das geht gut. Ist der Rhein speziell schwierig, oder? Ja, der Rhein oder der Alpenrhein da oben ist einfach ein bisschen gefährlich, wenn es Hochwasser hat, weil es hat dann keine Sandbank und du kommst fast nicht raus, wenn du schwimmst. Genau. Oder? Ja. Die Verbauungen links und rechts, dort hat es Presswasser und so und das ist, ja, sollte man echt nicht machen. Bei niedrigem Wasser geht es. Ja. Aber schön wäre es halt eben, wenn es zu Aufwittungen gibt. Natürlich. Oder? Aber eben bei 4 Meter pro Sekunde hast du recht das Tempo und dann zum Rauskommen, gell, ja, wenn ja, du die Steine anstossest. Ja. Ja. Nein, also man darf das nicht unterschätzen. Darum machen wir im Club auch immer Sicherheitstraining, auch im Hallenbad, dass alle wissen, was wir machen, wenn irgendetwas los ist. Und dann kann man die Leute einmal rausziehen, wenn sie schwimmen. Und Schwimmen gehört zum Paddeln. Wenn man kälter ist und einmal schwimmst, ja. Oder? Und schwupp! Das ist ein Gnast, das ist nicht, dass du da... Ja, das war's. So, dann noch mal. Und dann kannst du auch noch mal.
Ja, und jetzt ab zum Bodensee, hä? Sammelt die Presse oder was? So. Er macht's gut, he? Wie alt ist er? 4? 6. Aha. Und du hast auch schon mal probiert? Ich weiss nicht. Ja, ja, ich tue noch gerne. Ja. Es ist gut. Ich weiss nicht, darf ich auch mal? Ja, gehen wir mal dort zu dem mit dem roten Helm. Dann könnt ihr das zweite paddeln. Komm, bitte, das haben wir noch alle. Warte, bitte, musst du bitte. Das haben wir noch alles andere. Du hättest dir so getraut, ohne Schwimmweste, gell? Ja, so, da glaube ich schon, ja. Ja, vielen Dank. Aber du, der Support, ja, das ist ja besser als daheim. Ja, gell? Hoppla, jetzt sind die Schleifen, die man da muss. Ja, weißt du, du musst zuerst noch den Reissverschluss zuerst. Ja, das geht nicht so. Nein. Ja, dann haben wir eine grössere. Ja, weißt du, daheim bist du eben auch der verantwortliche Vater, da sind sie verantwortlich. Nein, für dich. Ich bin der Neni. Nicht der Vater. Neni? Ja, ja, ja. Hoi, dann bist du aber ein junger Neni. Ja, das ist so. Donner, weiter nochmal. Mal, Entschuldigung. Das ist ja Uhr. Yes. Das geht. Ja, jetzt geht's. Ja, jetzt bist du ein richtiger Römer. Gell? Ja. Der Vater hat gesagt. Das hat er gesagt. Du schaust immer ein bisschen zu ihm, dass er auch wirklich alles mache. Ja. Das ist wichtig, gell? Das ist ja die Aufgabe von der Tochter und von der Tourenleiterin. Aha. Ja. Gibt es mal Leute, die sich unterschätzen? Weißt du, sagen wir mal, ich meine, nicht für den Vater bezogen, sondern was unterschätzen? Ja, also wir schauen schon, wenn, im Club wissen wir ja, wer wie gut fährt. Und dann kann man auch mal sagen, okay, du zum Dreisch. Wo fahren ihr einmal so normal? Oder am liebsten? Also, viel auf dem Vorderrhein-Tour sind wir jetzt dieses Jahr auch schon gefahren. Ja. Hinterrhein, aber wir waren auch schon in Korsika, Slowenien, Frankreich, auf dem Wildwasserkanal im Frühling, ja. Hoi. Und auf dem Vorderrhein, also von Ilanz oben ab? Von Ilanz auf Versam oder Versam auf Reichenau. Ist ja wunderschön, das Versamer Tobel. Kannst du dir überhaupt mal schauen, wenn du mal drin bist? Mal. Also, ich geniesse es immer wieder, auch wenn ich es schon x-mal gesehen habe. Es ist immer wieder speziell. Und dann habt ihr noch nie ein Problem gehabt. Weißt, bei uns ist schon mal einer im grossen Boot drin, ist mal ein Fotograf rausgefallen, ein riesiges Zeug hat, um den wieder reinzukriegen. Habt ihr noch nie so ein Problem gehabt? Mal, es kann es geben, aber wir sind gut geübt mit rauszuziehen. Und man schaut dann schon immer, dass man weißt, vom Können von, der, genau. von denen, die mitkommen, nicht... Also der Bach nicht schwierig ist für... Genau, ja. Es so in dem Hinterwasser scheint sie ganz einfach zu sein und gleich passen sie recht gut auf, gell? Ja, es hat auch da hat so eine leichte Strömung. Mhm. Wenn man sieht sie nicht, man muss ein gutes Auge haben, dass man es sieht. Genau, ja. Und es ist ja schnell passiert, gell? Ein kleines bisschen mehr Wasser, ein kleines bisschen höher und schon ist jemand ab, gell? Ja, und je mehr Wasser hat, dann ist ja meistens auch die Strömung stärker. Aber es ist wirklich, es ist ein bisschen ein anderes Ding, aber sonst, ich habe schon lange mal hier oder den Strom schnell nach, das täte mich schon reizen. Aber nicht, hä? Du kannst ja probieren, nicht da rauf. Unter das Ding unter den Stuhl. Ja? Jawohl, so. Sehr gut. Ja, siehst du, das wäre jetzt ein Ende. Und dann schnappt der Jugendliche nein. Also der Rhein, der gibt eben wirklich einiges her bei diesen Hinterwasser. Und solche Hinterwasser gibt es bei einer Rheinaufweitung natürlich noch einige mehr. Ja, der Rhein ist eine Faszination, das merkt man mit diesen Rheinfest. Übrigens nicht nur gerade, wenn Rheinfest ist, sondern auch generell von der Landschaft her. Das ist eine Gruppe Velofahrer von Deutschland her, die auch fasziniert war. Was führt euch daher? Woher kommt ihr? Wir kommen aus Deutschland, aus der Nähe von Stuttgart und wir machen eine Alpenüberquerung
Überquerung von Baldach, hieß das, gell? Baldach bis zum Lago Maggiore. Und heute? Was war der Plan? Und heute fahren wir bis nach Fettis. Ach so. Ja. Da geht es ein bisschen aufwärts, gell? Ja, jetzt haben wir noch die steilste Strecke vor uns. Ach so. Und woher kommt die jetzt? Also von wo? Von Baldach. Von Balgach. Ach, Balgach. So. Rheintal. Ja gut, das ist gar nichts. Aber jetzt geht's aufwärts. Ja, jetzt geht's aufwärts. Ja, und jetzt die Rheinüberquerung, wie geht das? Ja, das wissen wir noch nicht genau. Oh je. Aber ich glaube, die Richtung geht gar nicht. Genau, ein kleiner Weg geht zumindest hier mal weiter und dann werden wir sehen, wie wir dann irgendwie über den Rhein drüber kommen. Ja, bist du ganz sicher? Wo siehst du die Brücke? Wo? Hier, auf meinem Navi ist eine Brücke. Ach so, dann geht der hier lang. Ja, genau. Und dann genau. Beim Navi, bei Flash oder wo? Na, keine Ahnung, da steht kein Ort. Bei Komoot. Ach so, bei Flash. Bei Kilometer 59. Ach, schau. Also das scheint mir so relativ unsicher. Das ist was wie der Bahnhof von Stuttgart. Also, ja, so ähnlich, ja, genau. Ja, würde ich mich doch ein bisschen noch erkundigen. Weil man könnte auch hier runter, so. Da ist eine Brücke. Ah, okay. Oder ihr vertraut ihr und geht da rauf. Was genau. Sagst du? Ich will da lang fahren. Okay. Ja, gut. Sieht ganz gut aus. Wenn der Junge sagt da lang, genau, der sieht gut aus. Auch in 10 Minuten wieder. Nein, geht schon. Flash. Dann hast du noch Fettis und dann Fettis übernachten. Ja. Genau. Und dann nachher Kunkels oben rüber über oder wieder Glaspass, runter? Über den Glaspass. Glaspass, ja. Ist das die Reiseführerin, Sie da hinten? Die Reiseführerin. Oder die einzige, die ein Navi hat, oder? Ja, wir haben schon mehrere Navis. Der Moritz noch mit seinem Top-Navi. So. Aber du mal ehrlich, in Stuttgart, kennt ihr den Rhein überhaupt? Ja, natürlich. Echt? Ja, natürlich, ja. Den kennen wir doch nur in Köln, oder? Nein. Na super, dann gute Reise. Ja, danke schön. Der ist ein Treffpunkt, ein internationaler Treffpunkt, auch für Jung und Alt, auch um sich bewusst zu machen, was Natur überhaupt ist und wie wichtig das Natur ist. Politiker treffen sich da, gerade bin mir so fest, natürlich, man tauscht sich aus, was wichtig ist für die Zukunft. Werkstatt, faire Zukunft, das sind die Organisatoren gewesen. Und wenn ihr vielleicht mal auf die Homepage könnt, dann könnt ihr nachschauen, was es da geht. Der Andi Götz, ja, das ist der Geschäftsführer und er ist sehr, sehr engagiert, hat geholfen aufbauen und hat sich auch eingesetzt für all das. Der Andi Götz. Darum ist es wirklich eine grosse Freude, dass auch so viele Kinder hier unten auf der Sandbank sich bestens amüsieren, dass sie Freude haben, dass sie den Rhein geniessen können. Jetzt noch in dem Zustand, es kommt dann noch besser. Wir freuen uns auch, dass das Wetter mitspielt. Und dass, obwohl wir heute Morgen gemeint haben, wir können einfach alles absägen, aber es ist dann gleich noch gut rausgekommen. Das ist für uns natürlich sehr schön, wenn man so viel Aufwand betrieben hat. Gestern im Schweiße unseres Angesichts bei 28 Grad und brennender Sonne. Wir haben das Zelt aufgestellt, es war richtig heiß gewesen. Und darum sind wir froh, dass wir es jetzt auch wirklich brauchen, das Zelt, dass ihr alle da sind. Danke vielmals, dass ihr hierher gekommen seid. An die schönste Stelle im Alperi auf der Liechtensteiner Schweizerischen Strecke. Dort unten ist es wirklich wunderbar gesehen, auch wie die Kinder, wie die Familie hierher gehen. Junge Leute, gestern, die wir aufgestellt haben, sind massenweise mit den Rucksäcken durch und sind da, wo wir ihre Party machen. Und das ist eigentlich unsere Botschaft auch, dass wir sagen, es sollte noch an viel mehr Stellen am Rhein so aussehen, wie es dort unten aussieht. Das ist eigentlich unser Ziel. Für die Natur, für die Sicherheit und für die Menschen, die da ihre Freude haben an dem Gewässer. Das ist die politische Botschaft von uns Veranstalter und darum machen wir das Rheinfest doch jetzt schon seit einem Haufen Jahren. Und das auf Balzner Boden. Der Hansig Büchel, Vorsteher von Balzers, ist da natürlich der Hausherr und sehr engagiert. Wir sind da, ich weiß nicht, ob das alle wissen, ich habe es früher nicht gewusst, Emanuel Banzer hat uns das einmal erklärt. Wir sind da genau an der Schnittstelle zwischen der Ostalpen und der Westalpen. Das heisst, unsere Alpen auf unserer Seite, Liechtensteiner Seite, sind voll von Röfenen, von Balzers bis Gischawald. Und das ist eine von den drei grossen Naturgefahren, die wir im Land seit eh und je haben, das Bändigen von dieser Röfe. Die andere grosse Naturgefahr als Balzner, sowieso allen bekannt, ist der Pfeu. Vor allem dann, wenn es brennt. Da gäbe es viele Geschichten zu erzählen. Und die dritte Naturgefahr ist immer der Rhein. Und darum ist der Rhein dann auch so einerseits über Freude, schön, aber natürlich auch immer etwas gesehen, wo man probiert hat zu bändigen, wo man probiert hat Lebensraum zu gewinnen für Industrie, Infrastrukturen, für die Leute und auch natürlich für die Landwirtschaft. Gelebt hat man früher
von dem, was man hier angebaut hat in der Region. Wir sind sozusagen Selbstversorger gewesen. Das heisst, die Riedämme sind eigentlich ein Ergebnis von einer hohen zivilisatorischen, Leistung, Ingenieurskunst. Und das will auch kein Mensch in dem Sinn einfach weghaben. Aber heute hat sich die Situation auf dieser Welt einfach geändert. Nebst den drei Naturgefahren, die ich erwähnt habe, haben wir einfach neue dazu bekommen. Denken wir an das Wetter, es spielt verrückt. Denken wir an die Hitze und Trockenheit, die wir 10 Jahre dann haben. Das andere Jahr versucht uns Gemüse in den Feldern drin. Also Nässe, Regen, Fell, im wahrsten Sinne des Wortes Fälle, Sintflutartige, führen dazu, dass einfach alles anders geworden ist. Wir haben neue Natur gefahren, die wir so nicht erahnt haben. Und wenn jetzt einer meint, ja, wir sind Schützbüsse passiert, das ist nicht, was im Deutschen war, das hätte ich im Deutschen auch gemeint, dass das ihnen nicht passieren. Und wichtig ist einfach, dass man heranschaut. Und wer heute nicht ganz blind ist und meint, es gibt keinen Klimawandel, das kann ich nicht verstehen. Es sollte etwas gehen. Klar ist. Mensch braucht eine intakte Umwelt. Es ist utopisch, wenn wir es auf dieser Welt nicht schaffen, miteinander zu leben, wird es auf dem Mond nicht besser werden und all die Hirngespinste haben. Wir müssen auf unsere Umwelt schauen. Aber es gibt viele Widersprüche und das ist halt so. Natürlich will der Bauer Boden, den er bewirtschaften kann. Wir wollen Freizeit geniessen, wir wollen naturökologische Sachen erhalten, wir wollen das Gewerbe, wir müssen hier arbeiten, wir sollten hier Geld verdienen und so weiter. Das sind immer Widersprüche und die aufzulösen, haben wir als Bürger auch natürlich eine gewisse Verantwortung. Für die, die es noch nicht wissen und mitbekommen haben, wir feiern heute 100 Jahre Liechtensteiner Verfassung. Das heisst, wir haben im Fürstenhaus auch Recht abgerungen, dass wir selber der Regierung Landtag wählen können. Wir haben aber natürlich auch als Demokraten die Pflicht, uns einzusetzen für das, was uns etwas wert ist und was wir tun müssen. Das ist das Einvernehmen, das es braucht und so hat jeder etwas zu tun. Darum freut es mich auch sehr, dass das Fest jedes Jahr stattfindet. Nämlich, das ist also eine basisdemokratische Veranstaltung und um den Leuten zu sagen, erstens, dass man es wichtig nimmt, dass man es ernst nimmt, ist eine Demonstration, wenn man so will, aber auch der Hinweis natürlich an die Behörden und die zählen wir da auch dazu, etwas in die Richtung zu unternehmen. Es sollte etwas gehen. Und wenn man raussteht und das sieht und auch so ein bewusst wird, was könnte daraus werden, das ist zum Beispiel so ein Bild von einer Reihaufwittung, ja, dann ist eindeutig, es sollte wirklich etwas gehen. Dann könnte man vielleicht eben ganz in Ruhe da aus dem Rauschen lassen, zulassen und eben Politiker sind da natürlich gefragt. Kind wird sicher eine riesige Freude haben. Der Mario Brocci, ein Umweltlobbyist erster Güte. Es muss etwas gehen, das hast du ja schon immer gesagt. Hast du die Hoffnung, es kommt ja, etwas, geht etwas? Es muss etwas gehen. Ist jetzt 35 Jahre alt, der Spruch. Mehr als eine Menschengeneration und es ist immer noch nicht sehr viel gegangen. Immer noch zäh. Die allgemeine Stimmung ist sicher besser geworden. Das ist eindeutig. Also das Pro hat zugenommen. Es hat bei den Behörden zugenommen, das Pro, bei der Bevölkerung. Es fehlt einfach noch der letzte Schub. Den hoffen wir jetzt mit den Dammsanierungen, die nötig sind, dass man die nicht an einem unmöglichen Ort einstellt, sondern eben abstimmt mit der Reusweitungskonzeption. Das ist jetzt, in den nächsten 2 Jahren sicher, das harte Thema, das zu forcieren. Und du hast es also ermöglicht im Rhein natürlich, Geld durch die Verhinderung der Rheinkraftwerke, die du ja maßgeblich unterstützt hast, haben wir mindestens jetzt noch den Alpenrhein und haben nicht die Kraftwerkverbauungen, oder? Ja. Ja. Das ist immer noch in der Luft. Die Kraftwerke sind nie ganz gestorben. Mit der Energiekonzeption 2050 vom Bund ist immer noch eine Eventualität Rheinkraft. Ist eigentlich umgekehrt. Wir haben ja schon 95% vom technisch Machbaren in der Schweiz mit Wasserkraft genutzt. Also es geht um die letzten Prozent. Da müssen wir kämpfen, den müssen wir jetzt einfach erhalten. Und im Gegensatz dazu, die Fehler, die wir damals gemacht haben mit dem Wasserkraftwerk, die müssen wir sanieren. Das ist nämlich der Schwall und der Sunk. Man lässt das Wasser, wenn man braucht, die Energie los,
das gibt einen Schwall. Und wenn man abstellt, gibt es einen Sunk. Das heißt, Wasser zieht sich zurück. Im Extremfall ist plötzlich ein Fisch auf der Kiesbank und nicht kein Wasser mehr. Und das ist der größte ökologisch erkannte Schaden. Seit etwa 20 Jahren wissen wir das. Und das ist jetzt auch wieder ein riesen Sanierungswerk. Um das auszugleichen mit Becken, dass die Schwelle nicht immer wieder permanente Hochwasser erzeugen. Die Natur macht ja nicht jeden Tag ein Hochwasser, aber die Stromnutzung macht das. Und darum haben wir noch 2-4% von der Fischbiomasse heute von einem Vergleich zu einem Naturfluss. Also eine Restanz, fast nicht mehr übrig geblieben. Zusammen mit der Ausweitung und der Sanierung von diesen Schwellen ergibt dann wieder ein intaktes Fließgewässer. Peter Gob, es muss etwas gehen, hat es geheißen. Genau. Was muss denn gehen und was ist gegangen? Also gegangen ist eigentlich noch gar nichts, außer schöne Worte. Und wir brauchen jetzt endlich Entscheidungen, dass wir die Rio-Fittung umsetzen bringen. Wie wir jetzt wieder gehört haben, sind wieder Prügel in die Füße geworfen worden, dahingehend, dass man sieht, im Moment prioritär die Befestigung von der Dämm vorne und damit sind Ressourcen personeller und finanzieller Art gebunden. Wir verlangen, dass neben der Sicherung von der Dämm parallel dazu eben auch die Öffnung von der Dämm betrieben wird. Mit gutem Willen ist es möglich und wir glauben jetzt, dass es nach so vielen Jahren gerechtfertigt ist, das zu verlangen. Die Dämme haben ja nicht immer in der Rolle gespielt. Ich kann mich erinnern, die LGU hat damals gesagt, dass sie den Damm nicht befahren. Dann hat der damalige Bürgermeister von Verdutzen das Gericht durchgebracht und so weiter. Also meinst du denn nicht, dass der Eingriff in die Dämme eben auch unter Umständen verkehrsmäßig etwas bewirken könnte? Dass man auch drum unter Umständen politisch einfach nicht vorwärts macht? Ja, die Benutzung von der Dämme als Verkehrsführung ist natürlich schon ein Fehler gesehen von damals. Und ich habe mich schon immer dafür eingesetzt, dass das nicht vorwärts gedreht wird. Also zwischen Trisan und Can hat man immer wieder versucht, oder, die Umfahrung von Dutzen zu gewährleisten. Wir haben jetzt wieder eine Abstimmung, dass das eben nicht passieren soll. Unabhängig aber davon bin ich der Ansicht, dass es für das Lösungen gibt. Und Liechtenstein ist ja bekannt, wir haben jetzt 100 Jahre Verfassung, Liechtenstein ist bekannt, das hat man bei der Verfassungsdiskussion gesehen, dass man eben gerade im kleinen Land auch offen aufeinander zugeht, auch offen denkt. Also ich würde sagen, als ehemaliger politischer Beobachter von Liechtenstein, wir haben die Chance, dass etwas könnte gehen. Die Frage ist, wie lange hat man noch den Schnauf, oder? Wie lange mag es überhaupt noch leiden? Ja, selbstverständlich gäbe es eine Möglichkeit, aber dazu muss noch ein bisschen mehr Leute miteinander zusammenarbeiten. Ich glaube, wir brauchen insbesondere auch noch den Einbezug von der Bürgergenossenschaften, die sehr viel Land benutzen und auch die Klärung mit der Landwirtschaft muss passieren. Aber ich bin überzeugt, dass wenn wir heute eine Volksabstimmung machen, dann, dass wir eine Mehrheit hätten für eine Aufwertung und zwar sofort. Drei Kraftwerk, 5 Staustufen, damals 440 Millionen Kilowattstunden Strom. Dann sind Liechtensteiner lang dafür gewesen, auf einmal Licht dagegen. Und das Zusammenwirken hat dann eigentlich das gebracht, dass die Staustufen nie wirklich entstanden sind bis jetzt. Klar, meine, die Konzessionen bis 2050 spielt immer noch eine gewisse Rolle. Miteinander, was meinst du, was spielt das für eine Rolle, wenn man miteinander den gleichen Strick zieht? Ja, das wäre sehr schön, aber die Verantwortlichen vom LKW haben ja vor einigen Monaten wiederum die Rheinkraftwerke und die Staudämme zur Diskussion gestellt als Notwendigkeit für die Eigenproduktion von alternativen Energien. Ich möchte mich da sehr höflich ausdrücken und darf sagen, das kann man geradeaus vergessen. Das ist die Politik von vorgestern und nicht nur von gestern. Das ist endgültig gestorben. Jeder Franken und jede Minute, die man dazu verschwendet, ist sinnlos. Aber du bist ja familiär geprägt, ein Kämpfer und eben auch ja, engagiert und eben auch ein Idealist. Also du gehst ja nicht so schnell auf, oder? Also in Bezug auf den Rhein gehen wir sicher nicht auf. Das ist eine Aussage. Verstadt faire Zukunft, informiert euch informieren. Vielleicht könnt auch ihr die Ideen, das Projekt, die verschiedenen Projekte, die Ideologien unterstützen.